Ob Christians Famous Salat mit roh mariniertem Lachs diesen Ansprüchen genügt? Ralf verschlingt einen mega gesunden Seetangsalat mit eingelegten Seealgen. Auf Bens Teller geht's rund. Er hat vietnamesische Frühlingsrollen mit Limettensoße und Sebastian liebt Gegensätze wie den Mangosalat mit Erdnüssen und Frucht. Als erstes beweist Ralf sein Talent an den Stäbchen. Ich habe hier den Algensalat. Der ist angerichtet auf einem Salatbett mit Eisbergsalat und etwas Lollo Rosso sehe ich hier unten. Es ist ein grünes, grün schimmerndes Dressing dabei, das sehr gut gewürzt ist, den Geschmack von den Algen noch verstärkt. Es sind weißer und schwarzer Sesamkörner zu sehen, die man auch beim Beißen sehr, sehr gut rausschmeckt. Ich glaube, das sollte ein Herz sein. Also ich habe es als Herz empfunden und ich fühle mich damit schon ein bisschen gepinselt mit dem Herz und mir schmeckt der Salat gut. Ob auch Sebastian sein Herz an die vietnamesische Küche verliert? Mango ist, finde ich, richtig, richtig lecker. Mit dem Sesam, geile Kombo. Limettensoße finde ich gelungen. Was ich ein bisschen verstörend finde, die Quinn hat uns so dieses Besondere, dieses Vietnamesische versprochen. Ist für mich ein normaler Blattsalat mit Karotte, mit Paprika, mit Rucola, alles, was ich auch von hier, von normalen Salatteller kenne. Da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwie so ein bisschen den Asia-Touch noch rausarbeitet. Quinns Mitstreiter vermissen das gewisse Etwas. Kann die 21-Jährige das nachvollziehen? Wart ihr zufrieden oder habt ihr was zu bemängeln? Ja, ich habe ja auf deine Empfehlung hin den Famous Salat genommen, wo ich finde, der Lachs ist wohl mariniert mit dem Sesamsoja. Da fehlt mir ein bisschen die Frische. Ich hätte ihn mit einer leichten Säure versehen in der Marinade, hätte ich mir vorstellen können, zu dem frischen Koriander, etwas Zitronengras, Limonenabrieb, die Säure, die Spritzigkeit, das hätte das Ganze unterstützt und dann wäre es wirklich eine Bombe gewesen. Dann fehlt mir vom Salat her, da fehlt mir eigentlich der ganze asiatische, vietnamesische Touch. Das ist halt alles Mitteleuropa, Deutschland, was es hier alles gibt. Da gebe ich dir recht. Da ist es natürlich schade, dass wir keinen vietnamesischen Salat anbieten. Das war jetzt eigentlich schon bedacht, dass man einfach in unserem Laden einen schönen Salat essen kann mit dem Sushi ein bisschen, also mit dem Avocado und dem Lachs. Also es war wirklich überhaupt nicht vietnamesisch angetouched. Aber genau das hätte sich die Konkurrenz gewünscht. Haben die Frühlingsrollen von Sternekoch Ben Starpotenzial? Ich habe auch noch was, liebe Quinn. Es tut mir echt leid, aber ich verstehe es nicht. Oh, oh, ziehen über Bens Frühlingsrollen etwa dunkle Wolken auf? Wenn da mal kein Donnerwetter droht. Ich verstehe nicht, wie ihr es schafft, so viele Sachen da reinzubringen, die ich nicht identifizieren kann, wo ich beim ersten Bissen denke, das schmeckt mir nicht, beim zweiten Bissen denke, okay, beim dritten denke, super, beim vierten denke, geil und beim fünften denke, okay, mach noch eine Portion. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich dachte anfangs, die Soße ist ein bisschen zu dünn und man hätte die Creme ein bisschen dicker machen können oder so. Aber das hat sich nach dem zweiten, dritten bisschen im Wohlwollen aufgelöst und ich bin verzückt. Vielen Dank. Super, vielen Dank für deinen tollen Feedback. Bens Kollegen dagegen waren die Vorspeisen nicht asiatisch genug. Ob der Hauptgang sie auf den Geschmack bringt? Ja, wir machen nämlich gerade die Vorsuppe. Die hast du bestellt, oder? Die habe ich bestellt, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da alles Tolles reinkommt. So, wir haben für die Vorsuppe schon ein bisschen was vorbereitet, aber zuerst noch ganz am Anfang. Ja, hier ist die Brühe, die mit dem Knochen gekocht wurde. Die haben wir jetzt kurz rausgetan, damit es doch mal abgewaschen wird. Und das ist jetzt eine Rinder- oder Kinder- oder Schwein? Ja, eine Rindersuppe mit Rinderknochen. Rinderknochen. Ochsenschwanz. Das wird dann alles lange gekocht. Also wie eine Rinderkraftbrühe eigentlich angesetzt. Ja? Ja, und das dauert noch ein bisschen, bis die fertig ist, weil wir müssen da noch die Zutaten rösten und dann kommen die jetzt mit rein. Das zeigen wir euch, wie wir das machen. Die Phở oder Phở Bo ist eine traditionelle Nudelsuppe und sowas wie das vietnamesische Nationalgericht. Und beim Kochen benutzt ihr auch ganz klassisch eure Stäbchen, ne? Ja, das haben die Jungs. Mit einer Palette, wie es der deutsche Koch macht, einfach die Stäbchen. Geht bei euch schneller. Das machen wir wirklich immer mit dem Stäbchen. Wir kochen fast alles mit dem Stäbchen. Ihr werdet das wahrscheinlich auch öfters sehen. Wir tun auch Suppe mit dem Stäbchen essen, also wundert euch dann nicht. Das ist wirklich so das typische Besteck. Die haben gar keine
Grad. Kein Löffel. Genau. Kochen mit Stäbchen. Interessant, noch nie gesehen, aber im Endeffekt nichts anderes wie die Zange, wo jetzt heutzutage modern verwandt wird. Doch Christian entdeckt noch mehr Außergewöhnliches. Und warum ist der Ingwer nicht ganz geschält, sondern stellenweise mit Schale? Wir möchten keine Vitamine verlieren. Wir möchten auch, dass da so viel wie möglich von dem Ingwer drin ist. Der Ingwer wird sowieso noch mal rausgeholt. Das stört uns. Also selber zu Hause machen wir das auch immer so. Und wir haben das nie geschält, weil da wirklich dann viel einfach weggeht. Dann landen Zimt, Kardamom und Sternanis in der Pfanne. Durch das Rösten entfalten die Gewürze ihr volles Aroma. Als nächstes wäscht meine Mutter die ganzen Zutaten ab, damit das verbrannte Zeug weg ist, dass das feine Zeug auch nicht mehr mit reinkommt. Also wir wollen wirklich nur das Grobe reinhaben. Und ja, das macht sie jetzt. Eine kalte Dusche für die Gewürze? Deren Sinn erschließt sich dem gelernten Koch Christian noch nicht ganz. Die Gewürze kalt abzuwaschen, gehört auch mit zur Tradition, um eben angebrannte Rückstände wieder abzuwaschen oder wie sie es damals am Feuer geröstet haben, eventuell Ascherückstände. Aber das kann ich mir alles nicht vorstellen. So wie wir es gesehen haben, waren die nicht angebrannt, hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Gehört halt zu der traditionellen vietnamesischen Zubereitung und deswegen macht sie es wohl weiter. So, jetzt als nächstes schmeißen wir das mit in die Brühe rein. Das muss dann 4 bis 5 Stunden köcheln. Dann wird das rausgeholt und dann wird es weitergekocht. Ein langer Prozess, ein langer Garprozess, ja? Das muss dann auch die ganze Zeit abgeschöpft werden, damit die Brühe schon klar bleibt. Die gerösteten und blitzblank geschrubbten Gewürze gehen auf Tauchstation. Und auch Ralf hält die Luft an. Soll er wirklich so lange auf sein Essen warten? Also wenn es jetzt noch 4 oder 5 Stunden dauert, da bin ich ja fast verhungert. Ich habe eine Vorspeise, aber ich habe jetzt wirklich Hunger. Also wenn du jetzt auf die Brühe warten möchtest, dann dauert es tatsächlich noch 9 Stunden. Aber wir haben dir natürlich was vorbereitet. Wir können ja nicht jeden Gast hier 10 Stunden warten lassen. Ne? Also wir bekommen was zum Essen. Klasse, freut mich. Puh, da ist aber einer erleichtert. Ob die Hauptspeisen der gestrengen Konkurrenz asiatisch genug sind? Den lieben Sebastian verzaubert Quinn mit einem Sushi-Spezialmix. Bei meinem Hauptgang erster Eindruck, Show-Effekt, Trockeneis, mega. Verdient auch Bens Min Xiao Glasnudel mit Gemüse und Hühnchen ein Wow? Vorsicht heiß gilt für Ralfs Pho-Suppe mit Rind- und Reisnudeln. Christian angelt sich ein Thunfisch-Pfeffersteak mit Süßkartoffelpommes. Ob Ralfs vietnamesischer Klassiker asiatisch genug schmeckt? Diese Reisnudeln mit Rindfleisch und dann wird diese Brühe, die sehr, sehr aufwendig in der Küche selbst gekocht wird, mit den Gewürzen Ingwer, Kardamom, Sternanis und Zimt, was angeröstet wird in der Pfanne und die Röstaromen dann in die Brühe, in diese Rinderkraftbrühe kommen. Wirklich eine ausgewogene Würze. Ich schmecke alle Gewürze raus. Und sehr, sehr feine Rindfleischstreifen, die fast auf der Zunge zerfallen. Also ich bin damit sehr zufrieden. Für mich ist das ein klassisches vietnamesisches Gericht im Geschmack, in der Konsistenz. Und ein Riesentopf, wenn man einen ordentlichen Hunger hat, kann man hier getrost rausgehen mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Weiter geht's mit Sebastian. Kann deine Sushi-Platte mehr als nur gut aussehen? Ich habe hier ein Sushi. Keine Ahnung, ich gehe von aus, das ist das Crispy Chicken. Ich habe so das Innere, so eine kleine Panade. Ich denke, das ist das Hühnchen. Da habe ich leider so ein bisschen das Crispy vermisst, weil durch den Reis außenrum, der saftig ist, das Crispy beim Chicken immer so rüberkam. Ich habe hier einmal eine Thunfisch, wenn ich so hochkriege, jetzt einmal ein Thunfisch-Sushi. Da auch wieder Fisch, mega, mega frisch, Top-Qualität, Bombe. Das Highlight für mich an dem Teller liegt hier in der Mitte. Das ist dieses Fried Sake anscheinend, weil den Rest konnte ich identifizieren. Das Ding ist eine Bombe. Das einzigste Problem, ich habe eine große Klappe. Aber das in den Mund zu kriegen, ist auch für mich grenzwertig. Aber dann im Mund echt geil. Mein Special Mix, muss ich sagen, Sushi lecker, kannte ich bereits. Aber hier war ich begeistert von der Frische vom Fisch, von meinem Highland in der Mitte, von meinem Fried Sake. Einfach 17,90 Top-Preis-Leistung. Einziges Ding, Gericht für 2 draus machen, war mega viel. Die Würzburger Gastronomen scheinen endlich in Asien angekommen zu sein. Aber kann Quinn wirklich schon aufatmen? So, Jungs, wie ist denn eure Hauptspeise?
Ich bin schon ganz gespannt, was ihr zu sagen habt. Ja, Quinn, leider muss ich dir berichten, ich hatte ja das Thunfisch-Pfeffersteak mit den Süßkartoffelpommes und der Teriyaki-Soße. Es ist Sesam auf dem Thunfisch, kein Pfeffer. Oh ja, das sehe ich jetzt auch so. Und eigentlich wollte ich ihn wirklich nur rechts, links, ganz kurz. Mhm. Und er ist ja komplett. Das ist wirklich komplett falsch in der Küche. Das ist mir jetzt auch sehr unangenehm. Das sollte so nicht sein. Vor allem dann nicht, wenn der Service den Garpunkt glasig regelrecht anpreist. Quasi als Spezialität des Hauses. Kurze Frage, wir machen standardmäßig den Thunfisch eher ein bisschen medium, also ein bisschen glasig. Magst du es eher glasig oder mehr durch? Glasig. Glasig, gerne. Mein Thunfischsteak ist leider durch gewesen. Der eine Teil zumindest, das waren ja zwei Stücke vom Fisch. Und das andere war noch leicht rosa, saftig. Aber natürlich ist er damit eigentlich dann durch. Gefallen mit dem Gericht? Das mit dem Thunfischsteak wird wahrscheinlich ein riesengroßer Punktabzug, vielleicht auch zwei. Und das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich hätte da selber noch mal nachkontrollieren sollen, was da eigentlich drauf ist. Und es war einfach ein Fehler. Wenn wir es entschädigen könnten, würden wir es ja auch machen. Aber ich glaube, jetzt hast du genug gegessen und möchtest keinen neuen Fisch haben. Nee. Startet Bens Hühnchen zum Höhenflug oder setzt es zur Bruchlandung an? Und wie hat es den anderen so geschmeckt? Liebe Quinn, ich habe ausnahmsweise keine guten Neuigkeiten oder gute Nachrichten. Ich muss sagen, es hat mich nicht erreicht. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht. Gerade nach der grandiosen Vorspeise war so meine Erwartungshaltung einfach dahingehend. Ich hatte in der Vorspeise ein wunderbar perfektes Gericht, was für mich auf jeden Fall vietnamesische Küche bedeutet hat. Im Hauptgang war so, die gleiche Erwartungshaltung hatte ich natürlich und dementsprechend kam es einfach flach rüber. Da hat mir ein bisschen die Liebe gefehlt zu den Feinheiten, die ich in der Vorspeise einfach hatte. Das heißt, ein bisschen mehr Gewürz von diesen typischen Gewürzen einfach dran machen, dann wäre es, glaube ich, schon gut gewesen. Oder die Soße ein bisschen dicker machen. Ich wollte schon zur Sojasauce greifen, weiß aber nicht, ob es dazu passt. Und dann ist es einfach in sich so, dass ich sage, ein bisschen mehr Kraft, das, was ich in der Vorspeise hatte, das, dann wäre super. Ich würde gerne probieren, ich nehme einfach mal Besteck, ob es wirklich so lasch ist oder ob es einfach Geschmackssache ist. Hat der Koch tatsächlich das Würzen verweigert oder Ben einfach keinen Plan von der vietnamesischen Küche? Geschmacklich ist kommt er wirklich immer so raus. Wir essen es so, es hat nicht mehr Geschmack. Okay. Aber wahrscheinlich, ich verstehe dich, dass du ein bisschen enttäuscht bist, dass da der Pep reinfehlt, dass da vielleicht mehr authentisches Vietnam reinfehlt, aber so wird er wirklich gegessen. Okay. Gut. Wie du hast gelernt. Sie hat gesagt, es wird so gegessen. Ich habe das absolut geglaubt. Und weiß jetzt, dass es für mich ein Gericht ist, was ich nicht noch mal bestelle. Also vielen Dank für euren Feedback. Mir tut echt die kleinen Patzer leid. Wir versuchen es besser umzusetzen und hoffe, ihr habt trotzdem noch einen schönen Abend. Gerne. Danke. 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 Die Vorspeisen zu unvietnamesisch, der Hauptgang nicht ganz auf den Punkt. Kann das Famous mit dem Nachtisch überzeugen? Ja, Fai Quinn. Ich darf mit ihr Dessert machen und bin gespannt, was ihr mir macht oder was ihr mir zeigt, besser gesagt. Ja, wir sind gerade beim gebackenen Eis. Kannst du was darunter vorstellen eigentlich? Ja, was ich sehe, ist Eis, Vanilleeis wahrscheinlich, ne? Dann sehe ich, ich schätze Kokosflocken und da habe ich keine Ahnung. Das ist Kartoffelmehl. Ah, okay. Aber hast du schon mal sowas gegessen? Ja. Gebackenes Eis ist eine spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wie ihr es hinkriegt, dass das Eis nicht zu flüssig wird. Ja. Ich denke, ihr werdet es nur ganz kurz in heißes Fett geben, dass es außen knusprig und innen kalt bleibt. Bin ich gespannt, ob das so perfekt auf den Teller kommt und überrascht. Voller Vorfreude kugelt der kalte Vanilletraum ins Kartoffelmehl. Macht ihr das Eis eigentlich selbst? Wir benutzen gekauftes Vanilleeis. Das wird dann in der Kugel hier in das Mehl reingeworfen und schön mit Mehl eingedeckt. Kleine Schicht, damit es fest bleibt. Nächster Halt in der süßen Panierstraße, die Kokosflocken. Muss da irgendwas beachtet werden? Also sie presst jetzt schön viel Kokosnuss drauf, damit es wirklich eine Kruste hat, dass es nicht schmilzt und damit da auch nichts ausläuft. Und dann tut sie es dann gleich kurz frittieren. Ja gut, ich denke, es ist auch eine wichtige Geschichte, dass sie viel außenrum gibt, weil ich glaube, wenn das Eis schmilzt, ist auch so, dass die, dass die Fritte das Öl reagiert, das heiße Öl, und dann wirklich Alarm in der Küche ist. Das wäre richtig eine Katastrophe, dann kannst du den ganzen Öl gleich wegschütten eigentlich.
Sanft gleiten die kokosbeflockten Vanilleeiskugeln ins heiße Fett. Und die schmelzen wirklich nicht? Woran merkt sie, dass es fertig ist? Ist es so, dass es, wenn es fertig ist, hochkommt an die Oberfläche? Genau, oder? Ganz das heißt, klassisch. Sie hat keine Zeit. Sie sagt einfach, wenn die Bällchen hochkommen, fertig, raus damit. Oder geht sie nach Farbe? Oder? Das geht bei uns ganz schnell. Das ist, okay. Ist wirklich so eine. Ja, weil die haben jetzt Sache. Außen, wenn ich reinschaue, schon, ja. Schon Farbe. Schon. Genau, das ist ja Kokosraspeln pur. Das ist ja keine Panade. Da ist ja kein rohes Mehl mit Ei oder Wasser vermischt. Also wirklich Kokosraspeln pur. Das geht super schnell. Das macht sie nach Gefühl. Und ja, ich glaube, wenn es schon oben schwimmen würde, wäre das Eis auch schon durch. Perfekt in Szene gesetzt. Klappe die letzte, die Desserts auf Position und bitte. Für Sebastian betritt ein Chia-Kokos-Pudding das Set. Ben rollt den roten Teppich aus für Matcha-Eis aus grünem Tee. Ralfs süßes Sushi Fruity sorgt für den nötigen Glamour-Faktor. Aber auch Christians gebackenes Eis ist heißer Anwärter auf den Nachspeisen-Oscar. Und was sagen die Kritiker? Das Eis ist außen schön cremig. In der Mitte sieht man, es ist ein bisschen auskristallisiert. Das ist natürlich nicht so schön. Außen ist es super im Geschmack, sehr intensiv, sehr cremig, sehr lecker, vollmundig. Und sobald man halt auf so kleine Eiskristalle beißt, hat man halt den Wassergeschmack im Mund. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil das Eis an sich eigentlich sehr gut ist. Wenn sich Eiskristalle bilden im Eis, dann ist es meistens ein Zeichen von falscher Lagerung. Weil durch Aufwärmen wird das Eis flüssiger, die Zellstruktur wird zerstört, das Wasser tritt aus. Und beim Gefrieren gefriert das Wasser in Eiskristallen wieder zusammen. Der Mann kennt sich aus. Die Früchte auf dem Teller sind Erdbeeren. Wir haben jetzt überhaupt keine Erdbeerzeit. Dementsprechend sind sie grün. Das finde ich jetzt, ich weiß nicht, ob es gewollt ist. Ich finde es bei dem Dessert eher witzig, weil es natürlich vom grünen Tee einfach dieses nussige Aroma und das Grüne, das Grasige einfach wunderbar unterstützt. In dem Fall würde ich sagen, unreife Erdbeeren aufgrund der Jahreszeit Bombe. Wenn sie gewollt haben, dass es so als Effekt ist, finde ich super klasse. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Gilt das auch in Christians Fall? Also ich habe das gebackene Eis, wie man sieht, innen noch gefroren. Der Mandel ist aus Kokosflocken. Das Eis innen ist wohl gekauft, ein Vanilleeis. Eher die geringere Qualität, ein bisschen auskristallisiert. Der Mantel außen, Kokosflocken, knusprig. Ist halt ein gebackenes Eis, kann man so machen. Dann habe ich hier noch Mango. Kleine Dekoration, frisches Obst. Ist leider nicht ganz reif. Und das Grüne wird noch wohl ein Stück von der Schale sein. Die Desserts scheinen irgendwie nicht ganz ausgereift. Hat Sebastian mehr Glück? Fangen wir an mit der Creme. Die ist mega fruchtig, richtig schön. Entweder haben sie da richtig, richtig reife Mango genommen, haben die einmal angesetzt, verarbeitet und portionieren sich das weg. Das heißt, dass ich den Geschmack wirklich zu einer Zeit kriege, wo die Mango absolut reif ist. Oder das ist eine super gekaufte Ware. Bei den Mango-Stäben, die drin sind, man sieht es hier, ich habe sehr lange Stäbe, ich kriege die leider mit dem Löffel, ich muss da immer mit der Hand unterstützen, dass ich die aus dem Glas kriege. Da auch richtig knackig, fast ein bisschen unreif, deswegen denke ich, ist es die Creme vorbereitet oder gekauft. Als Tipp da vielleicht, die Stäbchen ein bisschen Würfelchen schneiden, dass ich mit dem Löffel auch rankomme. Derlei Probleme kennt Ralf nicht. Sein fruchtiges Sushi ist mundgerecht portioniert. Ich habe etwas Fischaroma durch die Algen dabei. Ich habe das Gemüsearoma von der Avocado, die schön weich ist und gut. Ich habe die etwas, wie auch vorhin schon festgestellt, etwas harten Mangostäbe da mitverarbeitet. Ja, ich war sehr überrascht über die Geschmackskombination, war neu für mich, war interessant, hat mir aber geschmeckt. Ingwer und Sushi, bisschen Alge dabei, konnte ich sehr, sehr klasse mit umgehen. Und es war eine neue Geschmackskomponente in meinem Gehirn jetzt.
Was mir an dem Dessert nicht gefällt, sind diese Brombeeren hier oben drauf. Die sind matschig. Aber dennoch muss ich sagen, das Experiment hat sich gelohnt. Aber lohnt sich ein Besuch im Famous auch finanziell? Oder entpuppen sich die vielen kleinen Mängel als Killer fürs Preis-Leistungs-Verhältnis? Heute der Gesamtbetrag im Famous 184,30 €. Wenn ich gerade den Überblick über die Rechnung gewonnen habe, haben wir für 94 € gegessen und knapp 90 € getrunken. 50-50 fast, Pattsituation. Ich glaube, du hattest einfach mit deiner Riesenplatte 50% unseres Essensanteils. Von daher gesehen bin ich mit meinen 12 €, die dann für mich übrig bleiben, super zufrieden. Da kann man über den einen oder anderen Fehler hinwegsehen. Die Cocktails waren gut und ich meine, der Preis ist super fair für Würzburger Cocktail-Bar-Verhältnisse. Da kann man sich nicht beschweren. Ob Quinns Bilanz ähnlich ausfällt? Wie hast du den Abend erlebt? Ich denke, ich habe letztendlich ein bisschen was Neues reingebracht im Gegensatz zu den anderen 2 Tagen. Es ist nicht so gut gelaufen, wie ich es leider erhofft habe, aber ich hoffe, die Jungs waren trotzdem zufrieden mit dem restlichen Essen. Wir werden es gleich erfahren. In bester Hütchenspielermanier bringen die Mitstreiter ihre Punkte in Stellung. Von mir bekommt das Famous heute 8 Punkte. 5, 6, 7. 8 Punkte. Von mir bekommt die Quinn für den heutigen Abend 8 Punkte. Ich gebe der Quinn heute 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Das macht zusammen 30 und damit den 2. Platz für Quinn. Doch sowohl Christian als auch Ben können sie noch vom Treppchen schubsen. Im Gasthaus Teufelskeller macht die Konkurrenz dem gelernten Koch Christian morgen die Hölle heiß. Der Knödel ist heftig versalzen. Überhaupt nicht fränkisch. Mit unfachlicher oder unsachlicher Kritik gehe ich eigentlich eher auf Konfrontation. Hallo ihr Fans von Mein Lokal, Dein Lokal. Ihr habt irgendwelche Folgen verpasst, ist doch kein Problem. Hier bei Joyn gibt es alles zum Anschauen. Die Folgen gehen auch hier direkt gleich weiter, wie ihr es haben wollt. Übrigens, nicht vergessen, wir stehen drauf. Abonniert uns, dann kriegt ihr alles mit und verpasst gar nichts. Das war der Mike.